Da sind wir wieder zurück bei Super Mario Odyssey. Mario hat sich gerade eine kleine Pause gegönnt und jetzt geht's weiter. Ich glaube, da oben ist die Hasenbande. Ich trete einfach mal auf den Schalter und guck, was passiert. Astrein, da kommen wir rüber. Ein kleiner Blumenweg. So, so. Oh, ich glaube, wenn ich auf den Schalter drücke, dann dürfte der nächste Blumenweg kommen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier rüber. Nein! Das wäre ja lustig gewesen, wenn da unten noch ein Mond versteckt wäre. Aber das glaube ich eher nicht. Da war der letzte Mond. Gut, dann halt nochmal. Ist echt so. Ja. Geht doch. Oh oh. Nein! Jetzt habe ich nur zwei bekommen. Darf ich nochmal? Aber kann man da nicht einfach die Mütze werfen? Dann laufen wir den Blumenweg einfach nochmal, weil es so schön war. Mann, bin ich doof. Na dann. Schauen wir auch noch. Oh, komm. Die Nuss auf der Turmruine. Das hier jetzt hin? Ah, schön. Nächster Blumenweg. Die Frage ist, wo führt er hin? Ah, da unten rein. Jetzt sind wir bestimmt unten im Turm. Gucken wir erstmal die unterste Ebene an. Ah. Das erinnert mich so ein bisschen an Pandora's Tower auch. Schön den Turm immer schön im Kreis hoch. Oh. Na, ist ja gut. Geil. Drei extra Herzen. Okay, wir müssen mal zu. Toll. Gut. Ab nach oben. Go, go, go. Jetzt erstmal ein bisschen rumgucken nochmal. Jawohl, ein weiterer Mond. Die im Turm gepflanzte Nuss. Weiter, weiter, weiter. Das geht ja einmal im Kreis. Lustig. Da ist auch noch was. Einmal Beine ausstrecken. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er zeigt so ein bisschen an, was alle so vorgesehenen Monde sind, die man finden soll. Ich glaube, jetzt vom Hasen kriegen wir wieder einen Triple-Mond und dann haben wir alle Monde gefunden, die dafür vorgesehen waren erstmal. Und dann später kann man noch mehr Monde sammeln.
da ist ein Herz dran. Die Brutals. Die brutalen Brutals. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Oh. Denkst du, du bist cool oder was? Spuck nicht rum, du Sau. Ha! Oh oh, oh oh. Der erwischen hier. Der macht gerade das Bermuda-Dreieck. Der will, dass ich verschwinde. Na komm her, komm her, komm. Bam. Jetzt macht er bestimmt ein anderes Muster, oder? Schon wieder ein Bermuda-Dreieck? Ha! Alter, der war ja leicht. Der war ja richtig leicht. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Ich sag ja, Triple Mond. Geil. Blumenliebe im Himmelsgarten. Ah ja, und wenn ihr irgendwelche Secrets in den Welten, die ich bis jetzt bereist habe, kennt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber nur für die Welten, in denen ich bis jetzt war. Nicht irgendwelche Spoiler oder so. Dann gehen wir erstmal die Monde ab. Ein drittes Segel. Habe ich das dritte Segel schon voll? 80 Monde? Heißt das etwa 80 Monde braucht man? Ach so. Jetzt können wir auch ins Seeland. Ja, Seeland, Seeland, Seeland. Schauen wir erstmal hier. Was ist das? Alter! Oha! Rakete oder was? Alter! Da unten ist was versteckt. Drei Münzen. Trompeten als Rakete oder was? Ach, der hat bestimmt wieder nur... Oh. Oha. Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen dafür da, dass man schneller durch die Welt kommt. Die Handlanger des Ungeheuers dürfen auf keinen Fall das geheime Blumenfeld ausfindig machen. Der Zugang ist dort vorne, aber wir wagen es nicht, uns ihnen alleine entgegenzustellen. Wir brauchen Hilfe. Ja, kriegt ihr vom Raketen, Willi. Aua. Raketen, Willi? Komm schon. Alter! Treffen muss gelernt sein. Guck mal hier. Bam!
Haha, wie geil. Die Panzer. Hammergeil. Und es geht auch ein bisschen mit Bewegungssteuerung. Die kann ich bestimmt auch. Sieht mit Licht auspusten. Na, Block. Den Block auch noch. Cool, einfach mal überall Münzen sammeln. Wie weit schießen die? Ne, so weit kann er nicht schießen. Hä? Okay, wir fahren einfach eine Runde. Nein, er kommt nicht hoch. Schade. Wer bist du und du? Wow. Mega Pflanze. Da müssen wir doch jetzt hoch. Ja, sehr gut. Da sehe ich auch schon violette Münze. Drei Stück. Wo ich nur mal gucken, wie ich da hinkomme. Okay, so mal auf jeden Fall schon mal nicht. Autsch! Dann machen wir es mal so. Moment. Autsch! Ja gut, versuchen wir es mal mit der Pflanze. Schön an der Pflanze hochklettern. Machen wir so. Sehr gut. Genau so muss das laufen. Und jetzt schütteln wir den Pro-Controller, dann kommen wir ein bisschen schneller. Uah. Oh, wird gegen Tischkante gehauen. So, was haben wir oben? Goomba. Goomba. Ladestation im Robo-Rein. Die Ladestation ist total überfüllt. Da ist eine kleine Rakete, da können wir, ich glaube, zum Mond fliegen. Na dann. Schauen wir mal, was es da oben gibt. Ziemlich nützlich. Alter, das sieht man ja gar nicht. Oh, da. Oh, nö, oder? Nee, da muss ich irgendwie anders hochkommen. Münzen mitnehmen. Da sind noch mal Münzen. Da ist auch noch mal ein Mond. Toll. Und jetzt sehe ich exakt nichts mehr. Da ist schon mal ein Mond. Den Nebel versteckte Nuss.
Ohr. Schauen wir mal. Hier muss es doch irgendwo noch einen Mond. Dein Ernst? Ja, gefunden. Unter der Plattform. Solche Verstecke muss man erstmal kommen. Ja, wenigstens kommt man hier mit den Gumbas relativ hoch. Nur überlegen, wo ich landen muss. Stimmt da. Sehr schön. Spaziergang im Nebel. Na dann, heben wir ab und fliegen zurück in den Orohain. Ladestation, warum? Da sind noch drei Stück. Danke für die Aufladehilfe. Bitte beeile dich. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Das sind drei Ladestationen. Warum benutzen wir nur eine? Das macht wenig Sinn. Aber hier geht's weiter. Ich glaube, wir müssen Gumba... Ah, ich sehe schon. Wir müssen Gumbas stapeln. Kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Trailer? Uiuiui. Yay. Hallo, Hübscher. Yay. Her damit. Romanze in den Waldruinen. Guck mal, ich bin so groß wie ein Baum. Nee, habe ich nicht verguckt. Die lilanen Hüte sehen öfters mal so aus, als wäre da auch irgendwas, aber... Nein. Ja, zack. Bam. Du auch noch? Ja, bam. Ey, die Panzer sind so lustig. Ich finde das so geil, dass Super Mario so viele neue Spielfunktionen mit reingenommen hat. Egal, jeder, der so einen Panzer hat, kennt das. Alles, was man zerstören kann, muss einfach zerstört werden. Ausnahmslos. Und außerdem könnten da auch Sachen versteckt sein. Ein kleiner Kriechgang oder so. Schauen wir mal hier. Ging eigentlich von hier aus. Wow! Kriegen ihn sogar von hier aus abgeschossen. Nö. Der hat die Kugel gefressen. Aber wir müssen mal kurz hier hoch. Da gibt's violette Münzen. Na, dann gehen wir mal da hoch. Oh, oh, die Panzer kommen. Jetzt muss ich ganz hoch. Dann muss ich hier kurz runter. Den Mond holen.
hinter der Felswand. Und da können wir wieder hochspringen. Und nochmal 3 violette Münzen. 59 haben wir schon gefunden. Gipfelfahrt. Dein Ernst? Dein Ernst? Das kenne ich doch auch irgendwo, ja. Ein Herr. Und was hast du zu sagen? Wenn die Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Schauen wir erstmal kurz. Geheimes Blumenfeld, Fahrt. Und da, ich glaube, ich will erstmal gerade hoch. Gerade hoch, sehr gut. Menno, komm schon. Autsch. Menno. Komm hoch, hoch, hoch. Mario. Dein Ernst? Da kann man nicht durch? Ich dachte, wenn man so viel Speed hat, muss man doch gerade die Wand hochkommen. Autsch. Aber ich glaube, wir müssen in die kleine Nische da. Kleine Nische da. Secret Door. Kleiner Panzer. Nehmen wir doch. Oh oh. Ja, wieder so eine geile. Das ist cool. Wir haben für jede Übernahme so eigene Funktion. Das ist so geil. Oha. Na komm, 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 komm. Komm her, komm her, komm her. Kriege ich die auch mit der. Ja. Rumgucken kurz. Aber ist soweit nichts. Okay. Jetzt habe ich ganz viele Panzer als Gegner. Na, hier. Tanks, Tanks, Tanks hier. Komm. Bam. Nachladen nicht vergessen. Naja, erstmal noch gucken. Aber ich glaube, das war's. Mehr gibt's nicht. Aufruhr im Aufzug. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Was hast du zu sagen? Das geile Blumenfeld liegt da vorn. Bitte behalte seine Position für sich. Für dich. Ich frage mich aber gerade, wie man da hochkommt. Okay, da kann ich eh nicht hoch.
Hammergeil. Versteckte 2D-Passage. Ist das Musik vom Famicom? Ich kenne die Musik irgendwoher, aber ich kann sie gerade nicht zuordnen. Oh. Ach, hier gibt es ja gar keinen Wandsprung. Die Bergseite hinauf. Ganz viele Münzen. Ich komme noch nicht hoch. Und was genau hat das Gerät hier auf sich? Oh. Okay. Ich weiß schon, was ich machen muss. Erstmal die anderen Panzer weghauen. Aua. Komm schon. Hä? Muss ich treffen? Ist das mitten in die Mitte oder? Ah. Kaputt. Ja! Geil. Geschafft! Oh gut, bevor wir da jetzt kurz hochgehen, renne ich kurz da hoch. Ich hoffe, das geht da. Sag mir, dass ich da hochkomme. Wie komme ich da hoch? Egal. Dann halt nicht. Dann holen wir uns den Mond. Denn der Mond ist aufgegangen. Ein weiterer Mond. Geheimes Blumenfeld. Fahrt. Das heißt... Es geht noch weiter. Verteidige das geheime Blumenfeld. Aber das, meine lieben Leute, scheint, als ginge es zum geheimen Blumenfeld hier entlang. Bereit? Das, meine lieben Leute, das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne einen kostenlosen Like und einen kostenlosen kostenloses Abo da. Kostet nur ein bisschen Überwindung. Und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Part, wo wir dann das geheime Blumenfeld erkunden werden. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.